Herzlich willkommen hier im Dom St. Marien zu Freiberg. Heute ist der 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges. Zugleich der Befreiung vom Regime der Nationalsozialisten. Daran zu erinnern, erschien uns als wichtig. Der Zweite Weltkrieg hat gezeigt, wohin eine menschenverachtende Ideologie führt. Zu Gewalt, zu Morden, zu Krieg und Zerstörung. Das wollten wir nicht in Vergessenheit geraten lassen. So haben wir uns entschieden, diesen Gottesdienst mit Ihnen, liebe Zuschauer, über Kanal 9 bzw. das Internet zu feiern. Mein Dank gilt allen Mitwirkenden, insbesondere Landrat Damm und Oberbürgermeister Krüger, die ein Grußwort sprechen werden in diesem Gottesdienst. In wenigen Tagen begehen wir den 8. Mai. Damit verbunden sind 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges und Ende eines grausamen Regimes. Dieser Tag ist auch Anlass eines Gottesdienstes hier im Dom und wir als Stadt Freiberg sind gern bei der Initiative dabei, unterstützen diese und wollen gemeinsam in einem Gottesdienst, der auf Kanal 9 zu sehen sein wird, diesen Anlass begehen. Dieser Tag soll uns erinnern an das, was geschehen ist, aber auch an das, was wir heute leben und erleben können.